Hi Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Oh, es ist so schön, es geht weiter hier auf der Chocobo-Farm. Im Grasland. Und wir gehen jetzt erstmal runter zum Sumpf. Weil das habe ich ja gesagt, wir machen jetzt die Hauptstory weiter. Mit meinem kleinen Chocobo. Oh, der ist so süß. Was macht denn Bill hier? Ich habe gehört, ihr habt Chloe mit ihrem Blumenschmuck geholfen. Lasst mich euch auch im Namen von Will und Clara danken. Ach ja, Will ist mein Sohn, müsst ihr wissen. Und Billy und Chloe sind die Kinder von Will und Clara. Einprägsame Namen, meint ihr nicht? Okay. Alles gut. Wir gehen mal weiter. Wir haben noch einen Kilometer zu laufen hier. Oh, 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 warte. Ich muss mal ein bisschen schnuppern. Da ist es. Ach, wie schön, Leute. Jetzt haben wir letzten Part die ganze Zeit mit dem Chocobo die ganzen Punkte abgeritten. So, was? PlayArts Actionmodell Sitzbank. Eine Sitzbank als Actionmodell. Okay. Hat jeder andere Auffassung von Action. Oh nein, warte. Wo geht's hin, Kleiner? Wo ist die Bank? Da ist doch eine Bank. Sehr cool. Da weckt der dumme Ork. Yes. Und es gibt eine goldene Feder. Hurra! Ach, wie toll. So. Okay, wie gehe ich da am besten jetzt vor? Einfach hier runter. Ja. Ich gebe mal so querfeld ein nach unten hier. Das ganze Viehzeug. Wir haben schon so viele Viecher gekillt hier. Dass die immer wieder nachkommen, wundert mich so ein bisschen. Oh, seht ihr direkt wieder das Sumpf-Setting hier. Wird alles so ein bisschen düster. Ach, da ist wieder eine Eule, warte. Ach ja, ich sehe es schon. Das ist hier. Ich bin schneller, Eule. So. Den nehmen wir noch mit. Alles klar. Volles Zeug immer, wie geil. Wächst das eigentlich nach, ist die Frage, weil ich da mal eine Zeit lang nicht hingehe. Yes. Naja, ich sag ja, ich mach das dann off-cam irgendwann mal weiter. Mit dem Einsammeln von dem ganzen Kram. Cloud, ich habe mir die Lebensquelle noch einmal genau angeschaut. Stell dir vor, in der Nähe hat sich ein Quetzalcoatl niedergelassen. Eine einmalige Gelegenheit, mehr über diesen seltenen Vogel aus den Graslanden herauszufinden. Bitte untersuch das. Ja, okay, das kann ich ja noch machen. Geflügelter Drache aus uralter Zeit. Okay, in der Nähe, sagt er. Das ist nicht gerade in der Nähe. Da oben. Ah. Ach komm, was soll's, den mache ich eben noch. Den Quetzalcoatl machen wir eben noch. Yay. So, bei Kampfplätzen geheimer Gegner handelt es sich um die Habitate seltener Ungeheuer, die erst durch Analyse mehrerer Lebensquellen entdeckt werden können. Chadley stuft diese Bestien als besonders stark ein. Oh je. Cloud, wir sind im Habitat des Quetzalcoatl angekommen. Mach
dich bereit und versuche, ihn herbeizulocken. Oh je. Ein sehr starker Gegner. Aber die Musik! Ist ja eine richtige Augenweide. Die Anwesenheit des Kämpfer-Kordels wurde bestätigt. Kann ich schaffen. Wirksames Eis. Der Kämpfer-Kordel hat ein wunderschönes Erscheinungsbild. Und das ist eine Kreuzung zwischen einem Vogel und einem Drachen. Aufgrund seiner Armut und seiner einzelgängerischen Lebensweise wurde er in dieser Region wie ein Gott verehrt. Normalerweise tritt der Kämpfer-Kordel nie vor Menschen in Erscheinung. Aber seit einigen Jahren gibt es vermehrt Meldungen über Sichtungen. Durch die Nahrungsförderung fand er immer weniger Nahrung. Deswegen begann er Vieh zu jagen. Wenn wir mehr über die Kämpfer Kordel in Erfahrung bringen, finden wir sicher auch einen Weg für eine Koexistenz. Also lass uns fleißig Daten sammeln. Fantastischer Kampfstil! Alles schon genug? Eiskalt! Ich seh dich! War das schon alles? Das tut weh! Ich seh dich! Ich zähl auf dich! Auf Onkel Barrett ist Verlass! Ist das alles? Hab was für dich! Los, gib alles! Erbärmlich. Natürlich, ich zerfleisch dich. Keinen Kram genug. Wie schmeckt der? Bereit, ich nehme. Erstand! Sehr gut! Bei Sonnenbrandumschlägen bleibt kein Auge trocken! Angeben! Ich hab genug! Oh, Limit! Das war's dann! Verzieh dich! Da geht noch was! Ich los, seh dich! Nimm das! Das war nichts! Nicht übertreiben! Jetzt hab ich hier das Sagen! Leviathan war nicht Eis, oder Shiva war Eis. Ah, verdammt. Egal, ich beschwöre Leviathan. Mischen wir den Feind gemeinsam auf. Ha! Na? Verzieh dich! Wie schmeckt dir der Platz ab? Komm schon. Vergiss es. Das tut weh! Na? Ich seh dich! Ja! Bestimmte Synchrofertigkeit erhöht deine Limitstufe, wodurch sich mächtigere Limits einsetzen lassen. Okay, Kreuzschlag oder Atomisator. Weiter so!
Ah. Ein Baron-Spezial! War das schon alles? Auf die 12! Ja? Ich seh dich! Ich übernehme das. Jeder gibt seine. Alter, 2000. Den Rest erledige ich. Flucht. Nur zur Vorsicht. Übernimm dich nicht. Der Feind ist geschwächt. Verzieh dich. Jetzt. Keine Chance. Nimm das. Übernimm du. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Achtung, jetzt knallt's! Hab schon Vorarbeit Zieh dich geleistet. Zurück. Ja. Zu nachlässig. Jetzt wird abgerechnet. Jetzt los. Nimm das. Ah, das war natürlich schlau. Das war's dann. Nichts überstürzt. Wurde schon ungeduldig. Ist das alles? Du bist noch zu. Ich seh dich. Zeig's uns. Auf Onkel Barrett ist Palast. Ja. Ich zähl auf dich. Ich übernehme das. Okay. Soll nicht umsonst gewesen sein. Übernimm du. Ich mach das. Jetzt erst recht. Es wird kalt. Die ganze Stimmung auf die Dreh. Es hakt. Mein Meisterleistung. Es wird kalt. Kurz und klar. Alles geben. Ich bin bereit. Das Kein Problem. Verdammt! Das sollte reichen. Nimm das! Das war's! Ich seh dich! Was?
Jetzt! Dann übernimm. Wurde schon angedeutet. Ja. Auf den Moment habe ich gewartet. Das war mal ein schöner Kampf. Bezwingung von Quetzal Coatl bestätigt. Du hast meine Hochachtung, Cloud. Dieser kühne Kampf war von Anfang bis Ende ein Fest für die Augen. Cloud, sollte Mai mal zu aufdringlich werden, dann sag mir bitte Bescheid. Nanu, was ist denn plötzlich mit dem Ton los? Hallo? Nun, Cloud, shit. Auch ich möchte dir meinen Glückwunsch zum Sieg aussprechen. Durch ihn konnte ich wertvolle biologische Daten gewinnen. Und diese Kralle des Quetzalcoatl, die du erhalten hast, ist ein sehr seltenes Material. Sicher lässt sich daraus etwas Erstaunliches synthetisieren. Verliere sie besser nicht. Nee, ich synthetisiere das gleich, weil... Oh, warte. Yes, abgeschlossen. Das Quetzalcoatl. So, kann ich jetzt synthetisieren? Alles klar. So, warte mal, was war das nochmal, was ich jetzt machen konnte? Das... Talisman? Ne, der Talisman war das nicht. Nein. Wo war das denn? Das Windmühlenbauteil, genau. Yeah. Seelenohrring. Mithril-Erz, okay. So, den habe ich schon gemacht. Oha. Ein Kupferarmreif, der 30 Eisenerz braucht. Auch sehr schön. Cool. Matrosenarmreif. So, dann gucken wir mal, wer kann den denn gebrauchen? Das ist schon ein Orchideenarmreif. Lederreif. Metall, der macht weniger physische Abwehr. Magische Abwehr, der Kupfer. Minus 6 physische Abwehr, Alter. Also ein bisschen krass, oder? Kraftreif, Stärke. Ah. Ohrring gibt magische Attacke, Talisman. Ah, nee, du kriegst... Nee, warte. Du bekommst den Kraftreif. Sie hat die Chocobo-Feder, was macht die? Schnelligkeit um 10. Ja, das ist gut für Tifa. Ohrring. Macht der nochmal. Magie um 5. Ja, ist auch okay. So, den kann man so lassen. Ich habe die jetzt halt einfach mal so hergestellt, weil ich, ja. Einfach um es gemacht zu haben. Ich nutze das meistens sowieso hier nicht, so wie es aussieht. So, und jetzt ist das hier nochmal Esperkunde 2, okay. Das geht jetzt schneller. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, das wird nicht schneller gehen. Da muss ich erst wieder runterklettern. Yo. Ach genau, hier hatten wir ja... Hier waren wir ja zuerst. Und jetzt kann ich hier durchreiten, ja. Heiltrank. Warte mal, ich synthetisiere mir noch ein bisschen was. Ich brauche echt super Tränke, ne? Ungeheuerknochen und Gnade des Planeten. Ja. Heilspray wäre auch nicht schlecht. Kann ich aber alles nicht mehr. Ich glaube, ich muss mir doch mal wieder Zeug kaufen. Das sieht gar nicht mal so gut aus. Alles klar. So, da ist er. Hey. Ach, sehr gut. Komm, wie schnell der schwimmt. Ist wieder viel Zeugs. Achso, aber nicht böse. Hier liegen doch bestimmt gute Sachen rum, so einzigartiges. Was sonst... Oh, Segen des Planeten. Was sonst nirgendwo so wächst.
Also, ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Aber für die Chocobos sollte das kein Problem sein. Aha. Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landstriche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Okay, ja. Da geht's hoch. Aber warum? Was humpelt da so? Ich muss das jetzt erkunden, Leute. Geht nicht anders. Ja, wie gesagt, so normal klettern ist nicht drin, ne? Die müssen immer solche Aktionen hier machen. Chocobo, du bist der Beste. Pico. Sehr gut. Ja, komm. Solange es immer nur bei X bleibt, ist es nicht so schwer, aber... Wenn man es einmal verkackt, ne? Quadrat, 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 Quadrat. Okay, kriegen wir hin. Du bist geschwächt. Sehr schön. Drei Stück gibt's davon, ja? Das war eine perfekte Synchronisation. Ich bin mir sicher, dass du das auch bei den anderen Schreien schaffst. Naja, einen gibt's ja noch. Einen Esper-Schwein. Sonst ist ja nichts mehr. Aber ich weiß gar nicht, wo der letzte sein soll. Doch, da hinten. Vielleicht hier noch eben... Nee, warte mal, hier kommt man gar nicht dahin. Man sieht hier schon, dass die Felsen hier überall... Wenn dann von hier unten wahrscheinlich komme ich irgendwie ran. Ha. Nee, aber ich sagte, wir machen das erkunden nächstes Mal oder ein andermal weiter. Jetzt will ich mich erstmal auf die Hauptmission kurz konzentrieren. Ich hoffe, wir bleiben noch ein bisschen hier in den Graslanden übrigens. Was stampft denn da so rum? Okay, ist ein bisschen unheimlich. Weil was zum Ausruhen wäre hier auch mal wieder schön. Oder wo ich mal ein paar Sachen kaufen kann, weil ich merke schon, hier brauche ich eindeutig mehr als in den anderen, also im Vorgänger. Da habe ich eigentlich überhaupt nie Items gekauft. Aber hier jetzt schon. Hab schon alles verbraucht, so ziemlich, beim Quetzalcoatl. Nicht, dass uns diese Schlange jetzt hier wegschnappt. Schon. Oh, was? Im Sumpf? Kann ja nicht schnuppern. Na?
Na, ich glaube, ich muss noch näher rangehen. Ah, das geht jetzt echt nicht wegen dem Baum, wie gut. Letztens hat er durch eine Mauer geschnüffelt, aber jetzt... Mogri-Medaille, 5 Stück! Alter! Das ist ja der Hammer. Gut, dass ich hier in die Ecke gekommen bin. Nee, oh nein. Ich bin übrigens gespannt, ob es hier auch wieder die Chocobo-Challenge gibt. Dass, also es gibt ja ein Rennen später. Beim Gold Saucer. Oder war das beim Gold Saucer? Auf jeden Fall muss man die sich dann... Also man kann die sich züchten. Da gibt es dann irgendwie so einen Ort auf der Weltkarte, wo man Chocobos züchten kann. Und da brauchst du halt, glaube ich, irgendwie einen schwarzen, blauen oder so. Und dann am Ende kriegst du einen goldenen raus. Und das ist so viel Arbeit gewesen. Alter, was? Da vorne. Sephiroth. Da ist Sephiroth. Ross. Wirklich? Komm schon. Oh, das ist eine Kiste. Die Kiste ist wichtiger als Sephiroth. Ein Mu. Bin mal so frei. Oh. Das war's. Einfach mal weggedrückt. Es ist vorbei. Und tschüss. Habt ihr gesehen? Ja. Ach, die kennen wir doch schon. War das etwa schon alles? Ja, heil mal. Mit deinem Heilbart. Ein Grußkali. Oh! Man findet einfach mal so eine neue Knarre für Barrett. Ist ja geil. Großkaliber. Okay, magische Attacke nimmt Zweck, aber dafür mehr physische. Ja, finde ich okay. So. Kampfanstellung, ich wechsle mal wieder das Team. So, Aerith und Tifa. Meine Girls. Die besten Girls. Ich sehe keinen Sephiroth. Ich auch nicht. Ach, warte mal, das ist doch wieder so einer. Diese Anbeter vom Weltuntergang. Waren das doch, glaube ich. Ja, die sollte man am liebsten... Also eigentlich sollte man die töten, ne? Ich sag's nur. Die sind böse. Auch wenn sie nicht so aussehen, sondern ziemlich harmlos wirken. Aber die sind böse. Alle kaputt machen. Ich würde gerne mal wissen, was Segen des Planeten überhaupt sein soll. Wahrscheinlich geht es um Wurzeln. Ja. Knerzeriche. Ja. Ihr habt zu graben, ihr fiesen Häschen, ne? Aber eigentlich danke dafür. Als Smaragd. Ist da drüben auch noch was? Ne, da war ich ja. Oh je. Da sehe ich schon Knochen. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Ne, das sind keine Knochen. Dann los. Oh shit, das ist die Schlange. Was ist hier los? Alter. Lauf weg, Chocobos! Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Gute Tiere. Alter!
Er hatte sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Passt auf! Das ist Schwein. Nur kein Über. Wirksames Eis. Riesenschlange, die in den Sümpfen beheimatet ist. Wer ihr Revier betritt, muss damit rechnen, erst um und dann verschlungen zu werden. Die Fangzähne sondern derart viel Gift ab, dass sogar die Wasserqualität in Mitleidenschaft gezogen wird. Möge durch die Ausnutzung ihrer elementaren Schwächen eine bestimmte Menge an Schaden zu, diese Kreatur schockanfällig zu machen. Setze Synchro-Fertigkeiten an, um ihre Schockleiste sofort aufzufüllen. Gut. Verdammt! Alter. Erfriere! Kommen wir jetzt besser dran? Aber aufpassen. Sieht immer noch hungrig aus. Es wird kalt. Cool, die schaffen wir nicht, die ist zu krass. Das war's. Alles im Griff. Ja. Alter, ihr sollt Abstand halten. Genug. Geht das nicht? Warum kann ich die göttliche Strafe nicht nutzen? Überlass das mir! Das geht nicht. Elementstufe 2? Viel Erfolg! Ich leg los! Der ist für dich! Los geht's!
Ach Mist. Gebet. Halte P aller Gottmitglieder. Ja, das ist gut. Das ist super. Das hätte ich mal früher nutzen können. Heile der Wind! Fange uns mit deiner heilenden Kraft! Nimmt die Hitze etwa zu? Flieg! Es geht immer noch nicht. Kannst du über die Arbeit? Na? Wie trifft mich das? Ich weiß nicht, wie die Limitstufe jetzt hier erhöht. Zersplittere! Ihr hängt was aus! Alter! Zieh dich zurück! Jetzt geht's, Blütensturm! Schock! Schwein! Oh, ich wollte... Scheiße, ich hätte den Atomisator nehmen sollen. Der ist für dich! Und tschüss! Verzieh dich! Bald hab ich's in die Sau. Alter! What the hell? Was ist mit der Schlange los? Ich will Hitze frei! Beenden wir es, solange wir können! Und los! Achtet auf den Boden! Warte nur, wenn Shiva kommt. Nein, sie hat ja gar nicht Shiva. Verzieh dich! Los! Schnell! Raus aus dem Wasser! Und los! Los!
Genau in dem Moment, die blöde Schlange, ey. Achtet auf den Boden! Ich glaub, das war's. Herren, los! Bedient euch! Hoppla! Ha! Ja, verreck! Ist er weg? Cloud! Oh nein! Voll unfair, wir haben sie besiegt, die blöde Schlange. Alter! Der Schlangenspieß. Schön. Wie es das anhört. Oh, er ist so stark. Die da verfolgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Dann hinterher. Voll gut. Oh Gott, die sind alle total fertig. Dafür gibt es gleich eine Bank, wo ich mich hinsetzen kann. Noch ein Kampf. Überstehe ich jetzt leider nicht so wirklich. Ich werde mal. So. Dass das Bild wenigstens nicht die ganze Zeit so rot ist. Hier ist doch bestimmt was zum Ausbuddeln. Nee? Na, schade. Eine Bank. Oh, hier geht's noch ohne Chocobos. Kapitel 3 auf dunklen Faden. Ist Sephiroth hier? Keine Ahnung. Gefährlich sieht's auf jeden Fall aus. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch. Jo, ebenso.
Cloud, bring uns da durch. Als wäre die Schlange kleiner Fisch. What the fuck? Nicht genug fürs Premium-Programm, nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja, Cloud? Gehen wir. Seid da drin vorsichtig. Was quatschen die da? In diesem Stollen hat man früher übrigens Methril abgebaut. Oh yes, ich weiß, was das ist. Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Ein extrem hartes Metall. Und wunderschön. Volle Punktzahl für beide von euch. Das leuchtet so blau. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden. Ein bisschen kenne ich mich aus. Schließlich habe ich früher im Bergbau gearbeitet. Edelmetalle sind sowas wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mithrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wäre es wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft, das Zeug auf künstliche Art herzustellen. Ist genauso hart und glänzend wie das Original. Basiert sicher auf Materiaverfeinerung. Wirklich? Vielleicht. History of the Mithril Mine. Ja, Mithril kennt man ja aus vielen Spielen und Filmen. Ist sehr viel wert. Es ist härter als Titan, ich weiß es nicht. Aber es geht wohl so in die Richtung, schätze ich mal. Ah, oh, jetzt fühle ich mich schon besser. So, was ist nur 5? Das hier jetzt mehr. Schaden von Schwertwirbel um 3%. Ist ja nicht gerade viel. Was ist das hier? Konter dem Team bei gutem Timing einen gegnerischen Fernangriff. Oh. War gut. Konterfeuer. Kuriose Verfolgung. Cloud schleudert tiefer für einen gemeinsamen Angriff in Richtung des Gegners. Ja, was habe ich da schon? Ich habe was mit. Ah, guck mal, hätte ich für jeden was. Oh, was ist das denn? Feurige Welle. Aha. Der ist mit Cloud. Visionssynthese. Zeitlich begrenzte dritte ATB-Einheit. Okay. Nehmen wir doch. Oh, jetzt was. Supertrank ist gerade runtergesetzt. Für 100 nur. Jo. Heilenglut, Frostgewitter, ja. Das ist der Armreif. Oh, der ist für alle richtig gut. 1500 Gil. Ah! Das ist so teuer, Mann. Ich kann mir das nicht leisten. Dann lieber ein paar Heiltränke. Ist auf jeden Fall mehr wert, finde ich. Heilspray. Warte mal. So. Königstrank gegen Kissen. Kann ich. Habe ich ja gar nicht hergestellt. Aus Salbei und Majoran kann ich mir ein Kissen machen. Gut zu wissen. Oh Gott, Eisenerz, Holz, Kondorzeichen, Gnade des Planeten. Ist aber echt gut, der Matrosenreif. Besser, ne, der Festungsabschluss ist noch besser. Talisman der Verzauberung. Boah. Heftig. Warte mal, ich werde nochmal was austauschen. Zwei tiefer. Ich werde mal den Zauberpott rausnehmen und dafür Ramo reinpacken. Ionenschlag. Den habe ich ja nicht umsonst mitgebracht, ne? So. Alles klar. Leute, damit beende ich aber auch den Part leider schon wieder. Wir hatten zwei richtig fette Bosskämpfe. Ich fand es sehr cool. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Final Fantasy VII Rebirth beim nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.